Willkommen zu einem neuen Tag, Freunde. Ich habe mich jetzt gerade angezogen. Meine Mama wartet, glaube ich, auch schon. Wir gehen jetzt Glühwein trinken und vielleicht was Kleines schnabulieren. Philipp und ich machen später eigentlich noch Flammkuchen, aber ich habe jetzt Hunger. Und ganz sicherlich, wenn ich da sitze, habe ich dann richtig, richtig, richtig Hunger. Und bevor ich dann den Hunger übergehe und dann nichts mehr essen kann, esse ich jetzt eine Kleinigkeit. Und euch nehme ich heute und morgen wieder mit. Hold up, I am on my way, I'm in motion. Let's go to the ocean. Yeah, let's go outside. We can hang out on the beach without freezing. Yeah, isn't that amazing? In Christmas time. We'll be chillin' and having a good, good time. Boah, dein Messer ist sau stumpf. Ja, wenn man es nicht kann, sollte man es halt lassen. Lass mich mal machen. Warum denn? Weil da muss man ein bisschen mit Kraft und Gefühl arbeiten. Hui! You see? Du zeigst dich heute wirklich von deiner besten Seite, hör mal. Du isst doch einfach. Schmeckt's mindestens gut, ja? Oder ist das zu wenig Salz? Schmand ist ein bisschen fad. Ja. No fui el primero, ni seré el último, pero sé que lo gozaré. Pa' serte sincero, un Dios el que te enseñó lo que puedes hacer con mi piel. Yeah, 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 yeah. Good morning! Heute ist Donnerstag, das heißt, das zweite Türchen kann geöffnet werden. Ich freue mich wirklich wie so ein kleines Kind, ne? Ich liebe Adventskalender. Philipps Adventskalender steht jetzt bei ihm drin, das heißt, wir werden sein Türchen heute definitiv nicht zu Gesicht bekommen. Ich weiß auch gar nicht mehr, was drin ist. Das ist der von meiner Mama. Und die hat mir reingelegt Body Butter Almond Milk. Oh, riecht gut. Oh, okay, geil. Sehr schön. Und Philipps Adventskalender ist der rosa, ne? Er hat mir Duft, also so ein Duft, wie nennt man das? So ein Duftset für meine Wohnung gekauft. Sehr schön. Das war mein Adventskalender heute Morgen. Ihr könnt ja gerne mal schreiben, was bei euch so drin ist. Habt ihr Schokolade, habt ihr selbstgemachte, habt ihr Beauty oder was habt ihr für Adventskalender? Ich werde jetzt erstmal das Video schneiden, also fertig schneiden. Ich bin schon ziemlich weit gekommen gestern Abend, aber noch nicht ganz fertig. Das muss ich unbedingt auch ändern, dass ich noch einen Ticken früher aufstehe als 6.30 Uhr, dass ich einfach nicht so viel Zeit dann morgen zu schneiden investiere, sondern mich dann direkt an meine Lernsachen setzen kann. Übrigens, am Samstag gehe ich morgens in die Bibliothek und werde da lernen, denn Philipp ist sowieso arbeiten und wir sehen uns dann danach und machen abends dann, glaube ich, was mit Freunden. Also wir wollten, glaube ich, auf die City eingehen, da ist ja so Weihnachtsmarkt und Glühwein ist echt schön, wenn man halt auf die Skyline gucken kann. Also wenn ihr noch nicht in Frankfurt wart und nichts kennt, City Alm, City Beach, Beste oder Glühwein-Orsch. Also ihr müsst nur City Alm eingeben, Frankfurt und dann einen Tisch reservieren und Beste, wirklich. Und falls ihr übrigens sehen wollt, was meine Mama in ihrem Adventskalender von mir hat, dann folgt ihr auf Instagram. Sie postet es da übrigens jeden Tag, also ihr Türchen. Und genau, ist ganz cool. Also ich mag das voll gerne, Adventskalenderöffnungen zu sehen. Ich finde das irgendwie mega spannend. Deswegen schaut da gerne vorbei, falls ihr Interesse habt. Será, los dos vamos a matar,
lunar. Solo tú comes el pastel. Con estilo siempre te vas. Pero te vienes con placer. Me dijiste no quiero. Ich bin zurück vom Einkaufen. Ich habe nicht ganz so viel gekauft. Ich habe einmal neue Eier gekauft. Dann Physalis. So einen richtig fetten Gouda-Käse. Aber ich mag das voll gerne, wenn man so Snackblatt macht. Man hat da einfach so ein paar Gouda-Würfel. Dann habe ich Paprika mitgenommen. Griechischen Joghurt jetzt fürs Frühstück. Feta-Käse. Ich will heute Mittag nämlich so Aufbackbaguette machen mit griechischem Salat. Deshalb hier auch Aufbackbaguette und das ist echt lecker. Also ich kaufe prinzipiell nur noch Aufbackbaguette und keins mehr, was schon aufgebacken ist, weil man es dann einfach richtig schön ja, frisch aufbacken kann. Eine Gurke, Schmelzflocken, richtig lecker. Hohes C-Saft und eine neue Milch, das war's auch schon. Und jetzt mache ich erstmal Frühstück, weil ich habe heute ausnahmsweise echt richtig, richtig Hunger. Und es ist draußen richtig ekelhaft. Es ist windig, es ist stürmisch, es ist kalt. Ja. Algo más rico que la miel, mi droga que te legalice. No digamos el pecado, que hay cosas que no se dicen. Piel a piel, tú y yo jugando, baby, ¿para qué te dices? Ich habe doch was gefunden, und zwar einen Film auf YouTube, der geht einfach 3 Stunden. Ich habe den Knoblauch aus dem Ofen geholt und habe den jetzt da rein gemacht bzw. unter die Butter gemengt und mit Salz und Petersilie vermischt. Jetzt warte ich noch auf das Baguette, dann bestreiche ich alles miteinander und dann kommt es nochmal in den Ofen. Sieht es jetzt aus, das andere Baguette ist noch im Ofen und wird noch ein bisschen knuspriger. Ich sagte zwar, dass der Monat gesund wird, aber ich sagte auch, wir können uns Dinge gönnen. Also gibt es heute Swiss Myth. Und das ist nicht alles. Es gibt noch Marshmallows oben drauf. Beste. Falls ihr es nicht kennt, noch nie ausprobiert habt, ich war... Oh, ich habe es gerade aufgerissen. Ich war richtig skeptisch und dann war ich in Amerika 2015 und meine Gastmutter hat es jeden Morgen gemacht mit Marshmallows. Also das war Next Level. Seitdem liebe ich das und... Boah, also das ist so eine richtige Amerika-Wintererinnerung. Es war richtig lecker. In Amerika gibt es sie auch in verschiedenen Geschmacksrichtungen und da sind eigentlich schon Marshmallows drin, so Mini-Teile. Aber ich mache immer noch mal zusätzlich welche drauf, weil es nicht langt. Generell war Amerika damals so eine schöne Zeit. Wow. Wird viel geben, um noch mal in die Highschool zu können dort, um noch mal die Menschen zu treffen. Das war echt schön. Ich will auch unbedingt nochmal nach New York bzw. nach Miami. Chicago würde ich gerne nochmal machen, da war ich damals ja auch. Weil meine Gastfamilie hat damals, und ich weiß nicht, ob die da immer noch wohnen, hat halt direkt am See gewohnt. Die hatten da Homecoming, hatten eine Woche davor so Homecoming Week und haben uns alle verkleidet. Und dann wurden die Girls nach Dates gefragt und so. Es war echt... Das war so eine coole Zeit. Amerika ist auch so ein ganz anderes Flair. Es ist so, also für mich ist es eins der Länder, der Kontinente, wo ich tatsächlich hinwandern könnte, also auswandern könnte. Ich habe schon mal gesagt, dass ich nicht weiß, ob ich mein ganzes Leben in Deutschland verbringen möchte. Ich denke, man probiert sich da auch aus, so in meinem Alter, beziehungsweise wenn man halt fertig ist und guckt, wo man halt hin will. Also ich will es nicht komplett festlegen, aber ich kann es mir schon gut vorstellen. Und es ist nicht diese Denke, dass man nach Amerika geht und reich wird, sondern ich mag einfach, ich mag es dort einfach. Also ich habe mich da total zu Hause gefühlt. Und dass man überall auf der Welt arbeiten muss, um an Geld zu kommen, ist ja wohl logisch. Darum geht es mir auch nicht. Perfekt. Und jetzt wollte ich mit euch noch über eine kleine andere Sache quatschen. Ich musste nämlich vorhin erstmal die Kamera aufladen, aber die ist jetzt voll. Und deswegen ist es jetzt auch schon wieder dunkler. Und es ist mittlerweile. Huch, oh Gott. Und es ist mittlerweile auch schon später. Und ich sehe auch nicht mehr so toll aus wie heute Morgen, aber macht nichts. Könnt ihr mir ja gerne mal schreiben, was ihr zum Thema Filter auf Instagram
sagt, findet ihr es gut, findet ihr es nicht gut. Ich muss sagen, ich habe nichts gegen Filter, wo einfach der Hintergrund eine andere Farbe hat oder man selber eine andere Farbe hat. Aber ich habe was dagegen, wenn man sich so krank bearbeitet. Ich hatte das heute in meine Story auf Instagram gepackt, wo man wirklich den Unterschied von Facetune oder wie man das auch immer alles nennt, sieht. Also wirklich deutlich sieht. Richtig heftig teilweise. Und das finde ich auch irgendwie so unfair gegenüber den Leuten, die jetzt anfangen, ja, ihre Jugend zu leben und das als Vorbild bekommen und sich dann fragen, warum sie nicht so perfekt aussehen, warum sie nicht den Körper haben, wieso sie Pickel haben und dies, das. Ich finde, da fehlt mir, in letzter Zeit fehlt mir, oder die letzten 2 Jahre fehlt mir einfach diese Realität oder dieses Echtsein, dieses Nicht-Perfekt-Sein, gerade auf Social Media, das ist ganz schlimm geworden, finde ich. Wenn ich überlege, dass es, als ich 16 war, noch gar keine Filter gab und noch gar nicht diese Photoshop-Sachen, also klar, da gab es auch schon Photoshop, aber ich hatte mit 16 noch keine Kenntnisse über Photoshop und es war bei weitem nicht so einfach, seinen Körper und sein Gesicht zu retuschieren wie heute. Ich habe das auch letztens gesehen, dass zum Beispiel Marken mittlerweile auch ihre Sportleggings weiter pushen. Also das ging ja so ein Video viral, wo so Implantate in den Hintern eingesetzt wurden. Also nicht vom Chirurgen, sondern von der Firma halt. Es waren so Polster und dann sah der Po halt krasser aus. Ja, man selbst sitzt dann halt vor dem Handy und denkt sich, warum sehe ich so kacke aus, ne? Ich sehe das sehr, sehr kritisch. Ich finde es auch nicht gut. Meine Bilder sind nicht bearbeitet und ich möchte auch gar nicht, dass ihr euch deswegen so schlecht fühlen solltet. Also nehmt euch das bitte nicht allzu sehr zu Herzen. Ich weiß, es gibt Tage, da kann man das leider nicht und dann denkt man, okay, es gibt dieses perfekte Bild. Aber bitte haltet euch immer vor Augen, es ist nicht echt. Diese Personen sind in echt auch nicht so perfekt und kein Mensch, der hier lebt, ist der perfekte Mensch und hat keine Probleme. Und selbst wenn er keine Makel in euren Augen hat, hat er vielleicht etwas, was ihn selber stört. Gibt es halt nur einfach nicht zu. Es ist halt auch schwierig, ich sehe das jetzt auch aus der Sicht eines Creators, weil du sitzt vielleicht hinter deinem Computer und denkst dir, toll, dass sie so offen und drüber redet und dann gibt es wieder jemand anderen, der sagt, ha, da habe ich was, sie hat einen Pickel oder ihre Brüste sind zu klein oder sie ist nicht perfekt oder sie ist nicht hübsch und ich kann sie dafür haten und sie soll sich schlecht fühlen. Oder aber jemand ist super neidisch auf dein Leben und will dich deshalb schlecht machen und versucht es damit den Worten. Und wenn du natürlich ehrlich bist und dich nicht perfekt zeigst, gibt es natürlich auch eine größere Angriffsfläche, als wenn du nichts preisgibst. Ne? Das ist auch immer so ein Zwiespalt. Deswegen, ich kann das schon alles irgendwo nachvollziehen und es ist alles nicht so einfach. Aber trotzdem habe ich mich für die Realität entschieden und für das Echtsein. Ich bin produktiv, mal bin ich es nicht, mal lerne ich viel, mal lerne ich nicht viel, mal habe ich eine super reine Haut, mal habe ich sie nicht, mal habe ich gute Laune und mal habe ich sie eben nicht. Richtig lecker. Wow. Bei Philipp und mir gibt es heute Abend, entweder gibt es heute Abend Wraps oder Kokos Curry, also wollte Philipp kochen. Es war übrigens gestern Abend nur ein Spaß, ne? Wir wechseln uns immer ab mit dem Kochen. Ich weiß gar nicht, wie ich jetzt so random von dem Thema auf das geschwenkt bin, aber... Ja, nur nicht, dass sie ihn jetzt hatet oder so. Philipp kocht auch sehr oft sogar. Also bei uns ist echt ausgeglichen. Just for your information. Ich bearbeite jetzt das Bild für heute. Also fürs Thumbnail mache ich jetzt alles fertig. Und dann ist das auch wieder fertig. Und dann fange ich den Vlog an zu schneiden. Das ist immer super. Um 5 Uhr bin ich meistens fertig mit allem. Und ab dem 13. werdet ihr mich auch im Gym finden, weil da kann ich endlich wieder ins Gym fahren. Auch am Wochenende kann ich, da habe ich nämlich ein Auto. Aber das ist alles noch ein bisschen schwierig, weil mein Gym nicht neben mir ist, leider.